So, Freunde. Kapitel 11. Alternative Lösung heißt das Zauberwort. Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkram, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Klar, Mann. Let's do it. Wow! Diese Arschlöcher. Mann. Boah, nee. Jetzt ist der Penner da oben irgendwo in den Lüftungsschichten. Diese Stimmen sind schon... Kriegt? Ja, Hammer. Schön. Bin immer großer Fan davon, einfach mal auch die Areas einfach mal zu clearen, irgendwie bevor man da jetzt runterdüst. Schön, dass es manchmal auch solche Chancen gibt. Ist safe. Fracht wird geborgen. Ah, der Marker. Da ist er. Brood of all evil. Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Kinesemodul benötigt. Wo ist er? Wo kommt er? Oh, fuck. Oh, jetzt wird er gekippt. Nice, okay. Alles klar. So, die Frage ist, wo ist der Große hin? Ich bin der Meinung, wir haben ihn nicht. Und damit ist die Frage beantwortet. Ich wollte mal so prinzipiell wissen, ob wir den halt auch Stase versetzen können. But you can't. Leider. Schade. Oh, okay. Naja, Aufgabe ist, denke ich mal, klar, ne? Wir müssen den Marker hier irgendwie rüberkriegen. Prozent passiert bei mir ohne was. Nicht kaputt gehen, bitte. Frachtlieferung 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. Très bien. Das haben wir fantastisch hinbekommen. Der
Vetter da hinten, ey. Das darf nicht wahr sein. Okay, dass die rauskommt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, da kommt die ganz allein wieder raus. Na gut. Okay, wir müssen wieder also zurück zum Lastenaufzug. Das werden wir tun. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Oh Gott. Ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Was haben wir denn hier? Das ist zum Monowohl wieder. Okay, alles klar. Die Tür habe ich nicht mehr geguckt. Dann düsen wir mal hoch. Aber der Marker sieht schon mega geil aus, ne? Dieses halt dieses geschwungene Gebilde. Ich mag den. Ja. Sieht halt sehr, sehr geil aus. Und der ist ja quasi, ist ja. Dieses Artefakt ist quasi dafür da. Ist wie so eine Art Antenne. Ne? Habe ich jetzt mal verstanden, so fungiert er. Für die Verwandlung der Toten in die Necromorphs. Für die so. Ach du Sch. Hey, I'm back again! I'm back! Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Blöde Position. Jetzt muss ich noch mal ein paar die Fresse hier. Na dann. Reload, Bitches! Quarantäne aufgehoben. Es ist halt einfach stilvoll gekämpft. Ohne Stase und Chinese. Einfach. Einfach auf ihr halten. Einfach auf ihr halten. Ach nee. Ja, wie gesagt. Wer Pro-Gaming sehen möchte. Nicht auf dem Kanal. Nicht auf dem Kanal. Ausgezeichnet. Ich werde jetzt das Shuttle andocken. Ganz vorsichtig, sachte. So, Freunde. Das weiß ich noch von der PlayStation 3. Der Peng. Das ist der Peng. Ich bringe das Shuttle jetzt runter. Die automatische Verladesteuerung reagiert nicht. Sie müssen die Schwerkraft im Hangar deaktivieren. Und den Marker manuell unter das Shuttle bringen. Eintritt Schwerelosigkeit. Zero G. Okay, wir kommen also auch nicht wieder zurück. Solange die Schwerkraft nicht deaktiviert wurde. Oder wieder aktiviert wurde, entschuldigt bitte. So, okay. Jetzt müssen wir mal dahin. Okay, gut, alles klar. Da kommt er. Hier. So, natürlich sagt uns beherztes Knacken, oh Freude, oh Freude, wir sind wahrscheinlich nicht mehr lange allein. Jetzt nehmen wir mit. Okay, gut. Jetzt.
und zwar... Achso. Ah. So ein Blödsinn. Alter, wer diese Schienensysteme gebaut hat, irgendwie hätte doch mal wirklich ein 3-Stufen-System integrieren können. Nicht nur ein 2-Stufen-System. Bin gleich wütend. Baller das Ding weg hier. So. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Also auch hier auf der Ishimura muss doch wirklich Zeit Geld sein. Ramba? Ramba. So, warten bis der Arzt kommt. Schön ist, wir haben ja noch relativ viel Munition. Also eigentlich müssen wir uns da jetzt gar nicht so den großen Kopf machen. Das kriegen wir eigentlich sehr souverän noch alles gelöst. Aber ja, wir spielen ja jetzt auch nicht auf Mega Hardcore.